Moin! Willkommen zurück zu Inazuma 11.3. Team Ogre greift an. Wir machen heute das Training der richtigen Mannschaft. Let's go! Bevor das Training für die Asienqualifikation beginnt, muss ich euch etwas sagen. Ihr seid nichts, völlig nutzlos. Wenn man euch mit den anderen Teams im Wettbewerb vergleicht, seid ihr nur ein schlechter Witz. Ein Witz? Warum die langen Gesichter? Habt ihr ernsthaft gedacht, dass ihr in dieser Verfassung wettbewerbsfähig seid, hä? Ihr da, Lace, Frost, Charm und du auch, Evans. Denkt nicht mal eine Sekunde, dass ihr eine Stammplatzgarantie habt. Was? Für mich bedeuten die Erfolge der Vergangenheit gar nichts. Wenn ihr spielen wollt, müsst ihr euch euren Platz im Team erarbeiten. Ihr müsst ihn euch erkämpfen. Nun, worauf wartet ihr noch? Fangt an zu trainieren! Ja, Trainer! Ja. Wow, das war ziemlich heftig. Sprich mich einfach an, wenn du mit dem Training beginnen möchtest. Immer dieses momentane Ansprechen von Sylvia, um irgendwas zu encountern. Hammerhart. Bist du bereit? Ja, Mann! Hammerhart, Jungs. Hammerhart. Oh. Ich spiele besser als ich. Gut so, Sharp. Nathan, los! Wow, sie sind so schnell. Natürlich, sie sind schließlich Inazuma Japan. Und mir kommst du nicht so leicht vorbei. Die Mauer. Weiter so, Wallzeit. Oh je, Archer hat voll den Ball verfehlt. Schon wieder daneben. Da tut ja das bloße Zusehen weh. Nathan, spielst du Stoutberg? Stoutberg. Der ist meiner. Hier, Javier. Was denn, aller unglaublich. Hätte er nicht selber drauf schießen können? Oh Mann. Austin ist ja ein wahrer Ballkünstler, aber wieso versucht er denn nie, selbst ein Tor zu erzielen? Ja, meine Rede. Sie starten ein Konter. Übernimm du das Wallzeit. Überlass das nur mir. Die Mauer. Halt! Sofort aufhören, Wallzeit. Was um alles in der Welt machst du da? Was meinen Sie? Habe ich was falsch gemacht, Trainer? Du schaltest dich nie in den Angriff ein, sondern stehst immer nur in der eigenen Hälfte rum. Verteidiger, die sich nie in die gegnerische Hälfte trauen, sind meiner Meinung nach so überflüssig wie ein Kropf. Und nun zu dir, Swift. Was sollte dieser Pass zu Stoutberg? Hast du das nur gemacht, weil Sharp es dir gesagt hat? Und was machst du, wenn dir mal nicht das Händchen hält, hä? Trainer, bitte, Sie können doch nicht einfach... Ich sehe schon, das wird noch ein Spaß. Wow, hey, was für ein Käse spielst du denn da zusammen, du Eichel? Gut gemacht, Stonewall. Starker Einsatz. Wie bitte? Stonewall, Mann. Ich stehe völlig frei. Spiel zu mir. Wohl kaum. Gut so, Stonewall. Und nur das Tor damit. Seine Mannschaftskollegen sind ihm wohl völlig egal. Wieso ermutigt Trainer Travis ihn nur dazu, so egoistisch zu spielen? Wenn er es so haben möchte, nun gut. Ich lasse mir auf keinen Fall meinen Stammplatz streitig machen. Meine Güte, das gefällt mir aber gar nicht. Hoppala, was hat Trainer Travis nur vor? Immer wenn du denkst, es kommt ein Film und dann kommt kein Film. Gönnung. Zum Glück ist das Training vorbei. Und das war nur der erste Tag. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das schaffe. Marc, was hältst du vom neuen Trainer? Naja, seine Herangehensweise... ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich und da ist mir gerade eine Wasserflasche umgefallen. Aber ich halte ihn für fähig. Er sagt wenigstens frei heraus, was er von uns hält. Und er hat recht.
Wir müssen uns steigern, wenn wir bei der Weltmeisterschaft nicht unter die Räder kommen wollen. Naja, wenn du meinst, dass er uns das sagen wollte. Hä? Was machen die beiden denn da? Bestimmt Doktorspielchen oder so. Jetzt verstecken sie sich im Clubhaus, lol. Was treiben Celia und Willy? Finde es heraus. Lol. Na, ihr beiden? Was wird denn hier getrieben, hä? Rumknutschen oder was? Der Streber mit der Journalistin? Ich wusste es. Was hast du gesagt? Wir sollen uns ins Gebäude des Fußballvereins und Fußballverbandes schleichen. Psst, nicht so laut, du Dussel. Willst du etwa das... den Trainer ungehend dazu weitermachen lassen? Nein, aber ist das wirklich Grund genug, Hausfriedensbruch zu begehen? Bruders, wie lange seid ihr denn schon hier, wenn ich fragen darf? Lange genug. Wieso um alles in der Welt wollt ihr euch ins Gebäude des Fußballverbandes schleichen? Weil dort die Akten über Trainer Travis sind. Ich habe wirklich jede Datenbank durchsucht, aber es gibt keinen einzigen Eintrag über ihn. Das ist schon etwas merkwürdig. Es gibt keinen einzigen Eintrag über den japanischen Nationaltrainer. Das ist ja wirklich seltsam. Nicht wahr? Komm du doch auch mit. Was hat denn dieser Lärm zu bedeuten? Hat einer von euch Verlierern sein Kuscheltier fallen lassen? Das geht dich nichts an, Stonewall. Ja, ich merke schon, wenn ich nicht erwünscht bin. Den habe ich aber gegeben. Dem habe ich es aber echt gegeben, Alter. Wenn wir noch länger hier bleiben, werden wir noch entdeckt. Wir sollten zum Gebäude des Fußballverbandes gehen. Archer, Austin, kommt ihr mit? Schließlich sitzen wir alle im selben Boot. Das Training ist vorbei. Ich kann tun und lassen, was ich will. Aber kommt ihr Trainer Travis nicht auch verdächtig vor? Was geht dich das an? Komm schon, Archer, begleite uns. Dadurch können wir uns alle besser kennenlernen. Vielen Dank. Aber glaub mir, ich bin die Mühe nicht wert. Bis später. Okay. Was hat er nur für ein Problem, Mark? Du bist der Einzige, mit dem er sich anständig unterhält. Etwa, weil du der Captain bist? Vergesst es, Leute. Wir müssen endlich aufbrechen. Der Fußballverband schließt in Kürze. Du kannst jetzt zum Gebäude des Fußballverbandes in Südtokio gehen. Cool. Ich find's echt nice, dass wir uns wieder stationär hier befinden. Und, auch ein bisschen mehr die Rechte haben, neue Gebäude zu betreten. Das war im zweiten Teil. Gut, im zweiten Teil sind wir ja durch ganz Japan gereist. Ich weiß nicht, ob es hier auch so sein wird. Ob wir nochmal die ganzen Settings der alten Inazuma Eleven 2 Städte und Orte besuchbar macht. Aber, wenn es so wäre, würde ich es ziemlich... Schieß, ich hab doch gerade eben schon hier... Ich hab doch gerade eben zu Market, zu Wallzeit getippt. Warum zählt das denn nicht? Ja, dann schieß ich halt eben rein. Aber ernsthaft, es macht keinen Sinn. Ich hab gerade eben... Habt ihr es nicht gehört? Ich hab getippt, ich hab richtig hart getippt. Das zählt das Spiel nicht. Obwohl das Spiel eigentlich so eine Haptik hier schon längst annehmen sollte. Bei so einer Haptik, da kommen schon gerade diese ganzen Grafikfehler vom DS und vom 3DS-Touchscreen zum Vorschein. Also irgendwas kann da nicht stimmen. So, ich bin doch nicht so unfähig, um den Touchscreen zu bedienen. Wenn ich drauf tippe, dann tippe ich halt mit etwas Gewalt drauf. Also nicht Gewalt, aber ihr wisst, was ich meine. So, Südtokio. Apropos Südtokio, wo soll denn es sein? Ach so, hier. Ups, da war ja was. Wie gesagt, wenn ich auf den Touchscreen drücke, dann ist es eigentlich immer mit einem gewissen Druck, der ausreichen sollte, um einen Pass zu machen. Und manchmal zählt das halt einfach nicht. Da ist eine Truhe, ich habe sie zuerst gesehen. Lol. Hachinlang Chinklak Chimanaha. AKA japanischer Fußballverband. Gern geschehen. Das ist also das Hauptquartier des Fußballverbandes. Suchen wir Trainer Travis Akte, bevor man uns noch entdeckt. Oh, vier Kinder,
an so einem Ort bestimmt nicht auffällig. Nein, gerade noch dazu die auserkorenen Spieler von Inazuma Japan. Überhaupt nicht auffällig. Gelbe Münze. Zugegeben, ich fand dieses System der Münzen mäßig. Ne? Ich dachte, das wird voll das Krasse sein. Und jetzt sowas. Ja, so ein Loot-Automat halt. So ein Loot-Box-Automat. Schön. Da schon wieder nicht. Was soll das denn? Ich tippe doch. Gerade eben, als ich auf Start geklickt habe. Ich habe ganz leicht auf Start geklickt. Das wurde gegönnt. Jetzt wird hier aber gar nichts gegönnt. Richtig komisch. Ich check's nicht. Arme Nakoi. Perfekt. Jetzt schießen wir ihn einfach nur rein. Volley. HD. Ich denke nicht, dass sie da viel machen werden, ja. Wie gefällt euch das? Ah, gut. Neue Level-Ups. Wichtig. Ach ja, ich wollte übrigens offscreen trainieren. Habe ich noch nicht gemacht. Mache ich vielleicht noch. Irgendwann. Jawohl. Ich meine, jetzt kann ich auch bald anfangen, die ganzen Spiele, die ich hier habe, mit Techniken vollzupumpen, weil ich ja jetzt weiß, okay, die gehören zur Nationalmannschaft, ne? Und erobere den Ball. Das sollen wir wohl hinkriegen, oder was? Aber der wohl möglich sein, meine Fräuleins. Geh ran jetzt, Alter! Geh doch ran jetzt! So, ran da jetzt. Reicht. Mach mal keine Faxen. Amena. Ja. Das ist neu. Dieser Spieler möchte zusammen mit Inazuma Japan um den Weltmeisterschaft. Ich will auch sehr viel, Bulldozer. Du alte Dose. Ich weiß nicht. Ich sage mal nein. Ich bin mir jetzt mit dem Wert noch nicht ganz vertraut. Deswegen bye. Bulldozer, der klingt schon japanisch, ne? Überhaupt nicht amerikanisch, englisch oder so, nein. Willkommen beim Fußballverband. Wir bitten unsere Besucher um Ruhe, damit sie unsere Angestellten nicht stören. Kein Problem! Ich raste auch nur ein bisschen aus! Willkommen beim Fußballverband. Hier findet die FFI-Auslosung statt und die Akten des Verbandes werden hier gelagert. Ja. Also heißt es erstmal, wir kämpfen erstmal um, gibt es jetzt erstmal so eine Gruppenphase, wie es auch bei der WM üblich ist, dass man sagt, okay, keine Ahnung. In dieser Gruppe sind Japan und, China und Korea und noch ein weiteres Land aus dem Kontinent Asien. Und das beste Team kommt dann zur WM und qualifiziert sich da quasi, weil wir haben es ja schon für die WM qualifiziert, also... Naja. Hinter dieser Tür befindet sich das alte Archiv des Fußballverbandes. Der Zutritt ist strengstens verboten. Erstmal reingehen, lol. Ich komme aber nicht rein. Mir fehlt irgendwas. Irgendwas Wichtiges muss man hier doch finden, auflesen können. Ich meine, das ist ja kein Ace Attorney, wo du irgendeinen Gegenstand finden musst oder so. Ansonsten stand ich gerade vorbei. Guck mal hier. Ein Geheimgang. Wie krass. Ha. Ganz ehrlich, nicht so leicht zu finden. Na, dann sucht mal, ihr Schweine. Wie es sich gehört. Schön illegal. Travis. Aber was ist denn, wenn die erwischt werden? Können die nicht sogar dann irgendwie von der WM gestrichen werden? Da ist sie ja. Ich hab sie gefunden. Psst. Blöck nicht so laut rum, du Riesenbaby. Seid sofort ruhig, sonst bemerkt man uns. Oh, zu spät. Travis selbst ist das? Oder wer ist das? Wen haben wir denn da? Hm? Was fällt euch ein, einfach so hier reinzuspazieren? Ihr solltet euch lieber auf euer Turnier konzentrieren.
Tut uns leid. Man hätte Travis nie zum Trainer ernennen dürfen. Auf diesem Mann liegt ein Fluch. Hä, was meinen Sie mit Fluch? Was hat er denn getan? Wie? Das hat euch niemand gesagt? Hätte ich mir auch denken können. Ihr wollt Travis' Akte sehen? Nun gut, dann zeige ich sie euch. Ihr solltet schließlich auch die Wahrheit sehen, nicht wahr? Ja, und was ist jetzt so gefährlich oder so verwerflich? Was? Trainer, Travis hat ein Fußballteam aufgelöst? Der Akte zufolge war er früher Trainer des Fußballteams der Cherry Blossom Junior High. Das war vor 10 Jahren. Anscheinend galten sie demjenigen ja als einer der Favoriten der Football Frontier. Doch dann wurde Trainer Travis in einen Zwischenfall verwickelt und nahm sein Team vor dem großen Finale aus dem Turnier. Ein Zwischenfall? Was für ein Zwischenfall? Das meinten sie also mit verflucht. Wie können wir ihm jetzt noch vertrauen? Hä? Was meinst du denn? Wieso sollten wir ihm nicht vertrauen? Er ist schließlich unser Trainer. Naja, das stimmt, aber... Und wenn wir ihm nicht vertrauen, können wir auch Trainer Hilme nicht vertrauen. Denn er war es, der ihn ausgewählt hat. Hört mal alle her. Oh, Moment. Silvia ruft gerade an. Hallo, Celia. Tut mir leid, dich zu stören, aber hier geht gerade was richtig Seltsames vor sich. In der Schule suchten ein paar Leute nach Mark. Ich glaube, sie kommen aus einem anderen Land. Ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. Könnt ihr bitte schnell zurückkommen und mir helfen? Irgendwelche Fremden suchen also nach Mark, ja? Wer mag das wohl sein? Wir müssen sofort an die Raymond zurück. Das werden bestimmt die Leute aus der Zukunft sein. Auf geht's! Let's go! Ja! Bevor man noch Sylvia ein Haar krümmt. Die Arme. In diesem Sinne, schnell zurück zu Raymond. Bevor irgendwas passiert. Also, was ist hier los? Besser, wir kämpfen nochmal eine Runde und dann speichern wir ab. Und dann heilen wir uns. Natürlich. So, also, wie gesagt, ich tippe hier ganz leicht auf den Touchscreen. Und dann, wenn es ums Passen geht, verkackt das Spiel einfach. Ich check's nicht. Mach doch was! Ey, warum macht der denn nichts? Oder gibt's da jetzt so eine... Hä, was ist denn? Ich check das nicht. Gibt's da jetzt so eine Pause oder checkt das Spiel nicht, dass ich da gerade irgendwas drücke? Ist da irgendwie so eine Pause jetzt zwischen oder was? Wow, wie schlau von dir. Da war doch kein Schwein. Ich weiß es nicht, also ist er jetzt zwischen dem Passen und dem Berühren des Touchscreens, ist jetzt irgendeine Pause, dass man nicht immer drücken darf? Wie man will? Aber das war damals nicht so. So ist gefühlt, dass du eine Sekunde nichts mehr drücken darfst, weil du hast ja gerade eben schon gedrückt. Du darfst jetzt nichts mehr drücken. Ich weiß es nicht, so fühlt es sich an. Ist es so? Ich habe keinen Plan. Sagt es mir, ich weiß es nicht. Hat sich da irgendwas geändert irgendwie? Oder fällt es mir als einziger Mensch auf der ganzen Welt auf? Oder liegt es an meinem 3DS? Na, ganz im Ernst, jetzt kommt das gleiche Szenario noch einmal. Na gut, gegen die zwei können wir uns nicht durchsetzen. Doch, können wir. Boah, die müssen echt scheiße sein. LOL! Auch der geht rein. Also die leisten ja gar keine Gegenwehr. Aber das sind auch noch die Gegner des Anfangs, also kein Problem. Und das sind Schüler der Raymond Junior High, also die sollten echt gar keine Chance gegen uns haben. Nicht wahr? Und Ex geht nochmal Level up. Nice, Tendo. So, wer seid ihr? Okay, das sind nicht die aus der Zukunft. Es sind irgendwelche anderen. Komm schon, Mann. Wie oft muss ich denn noch fragen? Mark Evans! Kennst du ihn oder nicht? Naja, ich denke schon. Das heißt, ich weiß nicht. Ich bin doch nur der Rektor. Deswegen fällt auch nicht der Name einesjenigen ein, der schon mal die Schule gerettet hat, ne? Und der mit der Schule Meister geworden ist. Aber okay. Da ist er ja. Hey, Evans. Du liebes bisschen. In Wirklichkeit ist er ja ein richtiger Zwerg. Wie geht's? Wie steht's, Kurzer? Hey, wieso nennst du mich so? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt.
Schon gut, mach dich mal locker, Mann. Verstehst du etwa keinen Spaß oder was? Wir wollten nur mal einen Blick auf den Kapitän des Teams werfen. Das ist, dass die Welt vor den Alien-Invasoren gerettet hat. Alien-Invasoren? Meint er etwa die Alice Academy? Wow, schau mal, ist das nicht Dolph Hansen? Das ist Dolph Hansen! Der Dolph Hansen! Hier bei uns, an unserer Schule, Dolph! Dolph! Ah! Hallo, meine Süßen! Das ist aber mal eine nette Begrüßung. Oh. Meine Süßen? Hansen, Hansen, Hänsel und Gretel, so muss das sein. Bist du nicht aus diesem Märchen? Natürlich, jetzt weiß ich's. Dieses Märchen von hier, diesem Christian Andersen oder wie der heißt, der da diese ganzen Märchengeschichten geschrieben hat in den, in der Vergangenheit. Ja, der hat da irgendwie Hänsel und Gretel geschrieben und der Typ kommt davon. Von irgendeinem dieser Märchen, Hänsel und Gretel, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so aus, aber außerdem war er auch mal Kapitän der australischen Football Front International Auswahl. Sein Team sind die Big Waves. Er ist nicht nur außerordentlich attraktiv, sondern auch ein Weltklasse-Surfer. Alle Mädels sind völlig verrückt nach ihm. Hey Mann, stimmt das? Du bist Surfer? Spitzenmäßig, dann ab an den Strand, Mann. Ich kenne da ein paar Knallerplätze. Puh, ich soll mit Leuten wie dir surfen? Wohl kaum, Mann. Wir Australier werfen uns in Brandung, bevor wir überhaupt richtig laufen können. Tut mir leid, Mann, aber eure Miniwellen hier sind einfach nur ein schlechter Witz. Was hast du gerade gesagt? Das ist aber gar nicht lässig von dir, Mann. Lass es gut sein, Hurley. Oh, ihr versteht also wirklich keinen Spaß. Reg dich lieber ab, Mann. Was um alles in der Welt war das? Hey, was fällt euch eigentlich ein? Lasst euch von Leuten wie ihm ja nicht provozieren, außer ihr wollt in Schimpf und Schande vorzeitig nach Hause fahren. Tut mir leid, Trainer. Trainer Travis, regen Sie sich doch nicht so auf. Pah, kommt schon, Leute. Wir haben genug gesehen. Inazuma Japan ist nicht mal annähernd in der Lage, uns zu schlagen. Sie vertrauen ja noch nicht mal ihren eigenen Trainer. Und ihr wollt Weltmeister werden? Ha, bis später, ihr Verlierer. Ich wette, ihr Trainer hätte auch nicht gewollt, dass man sich so über eine Mannschaft lustig macht. Und ihr wollt Weltmeister werden, ne? Geht alle zurück ins Wohnheim und ruht euch aus. Glaubt mir, ihr wollt zum morgigen Training lieber nicht zu spät kommen. Habt ihr gesehen, wie sie sich bewegt haben? Sie hatten Hurley komplett eingekreist, bevor er überhaupt reagieren konnte. Echt komisch, Mann. Als sie mich in die Mangel nahmen, fühlte ich mich wie in einer Falle. Mir blieb buchstäblich die Luft weg. Als ob ich in einem Sarg oder etwas ähnlichem festsäße. Oh. Geht's allen gut? Das Abendessen ist fertig. Wenn ihr Hunger habt, kommt einfach zu mir und sagt Bescheid. Wisst ihr, was ich meine? Geh zu Sylvia und sag ihr Bescheid. Dann kommst du im Spielverlauf weiter. Und die steht natürlich wieder hier. Ich hatte das nicht gewusst, aber Intuition. Weil sie öfter hier stand. Willst du heute Feierabend machen, Marc? Sehr gut, das Essen steht auf dem Tisch. Los, friere dir mal bitte was Gutes. Ja, lecker, ja. Nachschlag bitte! Wie, ihr seid schon fertig? Ihr seid ja wirklich unersättlich. Ich komme kaum mit dem Kochen hinterher. Ach, die kochen, lol. Wie man sehen kann, sind das die Frauen der Mannschaft. Die dürfen dann später auch die ganzen Taschen der Leute tragen, der ganzen Fußballspieler tragen. Sie dürfen die Wasserflaschen tragen. Sie dürfen die Handtücher tragen, ach, alles tragen, Bimbus. Wasserträger halt, ne? Danke, dass du mir so spontan ausgeholfen hast, Schätzchen. Du hast mir wirklich aus der Patsche geholfen. Du bist echt ein toller Koch, Austin. Hilfst du sonst auch immer deiner Mutter so zu Hause? Ja, sowas in der Art. Hä, was ist los, Camellia? Hast du etwa keinen Hunger mehr? Tut mir leid, Cammy, ich hatte ganz vergessen, dass du keinen Oktopus magst. Lass mich sie für dich aufessen. Aber woher wusstest du das? Weil ich sie schon in der Grundschule immer für dich gegessen habe. Sag bloß, du weißt das nicht mehr. Aber Marc, Camellia hat doch schon mal gesagt, dass sie nicht die Cammy sei, die du kanntest. Ach ja,
Oh, nun gut dann. Mark, kennen wir uns wirklich von früher? Ich habe das Gefühl, die wurde irgendwie gebrainwashed oder so. Oh nein, es ist schon so spät, ich muss mich beeilen. Hä? Ist das nicht Trainer Hillman? Und Archer? Oh. Was die beiden wohl im Schilde führen? Ja, geh doch hin und gucke. Am nächsten Tag auf einem Hügel hinter der Raymond Junior High. Okay. Die Hunde sind wohl gerade dabei, irgendeinen Tanz zu lernen. In Sachen Synchron tanzen, ja. Wahrscheinlich der nordische Hundebuckeltanz. Man kennt ihn. Das ist also Japan vor 80 Jahren. Igitt. Das ist ja noch hässlicher und stinkender, als ich dachte. Naja, wir müssen ja nicht lange bleiben. Dieser Mark Evans wirkt nicht bedrohlich, egal was Admiral Hillman meint. Sehr gut. Wir werden Mark Evans vernichten und dann können wir nach Hause gehen. Kurz und schmerzlos. So einfach wird das wohl nicht. Wenn wir von unserem Plan abweichen, könnte das ungeahnte Folgen für unsere Zeit haben. Wir müssen die Geschichte genauso verändern, wie unsere Anordnung es für richtig halten und vorgeben. Beginnen wir mit unserer Mission. Ah, das ist doch die, wie hieß sie doch mal? Tori. Wow, hast du den Blitz gesehen? Er kam von dem Hügel dort drüben. Ein großer Blitz, ja? Ah, und die Dunkelhäutige. Ich kenne sie auch. Sie ist auch irgendwie aus dem zweiten Teil. Das war doch die Freundin von Eric oder so. Ein großer Blitz, ja? Dann veranstaltet wohl jemand ein Feuerwerk oder sowas in der Art. Danach sah es aber nicht aus. Ich habe ein komisches Gefühl bei der Sache. Wir müssen später Mark und die anderen treffen, aber jetzt gehen wir erstmal zum Hügel und untersuchen das Ganze. Los! Warum die nicht... Ah gut, das sind Frauen, deswegen kamen sie nicht in die Mannschaft. Okay, gut. Frage hat sich erledigt. Du willst was? Moment mal, Fräulein, vor, schnell! Jordan, hier drüben ist der frei! Päh! Das Team zerbricht völlig. Das ist Stonewalls Werk. Und dass niemand Trainer Travis traut, hilft uns auch gerade nicht weiter. Wo ist eigentlich der Trainer? Er ist gegangen. Heute werden die Spiele für die Asien-Qualifikation ausgelost. Ach, natürlich. Wir sollten auch um die Mittagszeit dort sein. Gegen welchen Gegner werden wir wohl antreten? Ich muss immer noch daran denken, wie flink sich die Australier gestern bewegt haben. Das war wirklich Weltklasse. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Es wird so viel Spaß machen, gegen Teams aus aller Welt zu spielen. Aber die Stimmung im Team ist nicht allzu gut. Haben wir so überhaupt eine Chance, wenn wir so weiterspielen? Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte, Trainer Hillman, bitte, Opa, hilf mir. Hey Leute, wir wollten mal sehen, wie es bei den zukünftigen Weltmeistern so läuft. Hey Kevin. Hallo Leute, wie geht's euch allen? Ihr seid ja alle voller blauer Flecken. Habt ihr so fleißig trainiert? Aber hallo, angesichts der FFI-Sonderregeln über das Nachnominieren von Spielern wäre es töricht, das nicht zu tun. Hä? Was für Sonderregeln? Hast du noch nicht davon gehört? Zwischen den einzelnen Spielern kann man das Team komplett neu aufstellen. Selbst wenn wir momentan nicht im Team sind, könnte sich das doch schnell ändern. Wenn einer von euch völlig versagt. Wir werden nicht einfach herumsitzen und jammern. Wir werden uns unsere Plätze im Team erkämpfen. Ihr werdet schon noch sehen. Kevin, ihr alle. Die Auserwählten tragen die Träume und Hoffnungen derer, die zurückbleiben, mit sich. Vergesst das nicht. Trainer Hillman hat recht. Wir müssen mit vollem Einsatz spielen für Kevin und die anderen. Mac, ich vergaß sie zu sagen, dass ich vorhin zwei junge Damen sah, die mir bekannt vorkamen. Aber sie liefen in Richtung Hügelplatz, bevor ich dir Bescheid sagen konnte. Hast du jemanden erwartet? Mädchen, hast du etwas von deinem eigenen Fanclub, Mark?
Ach, was rede ich da? Natürlich nicht. Willst du nicht wissen, wer es war, Mark? Bis zur Auslosung ist noch was Zeit. Wenn wir hinlaufen, zählt das als Training. Na los. Du kannst jetzt zum Hügelplatz gehen. Der dürfte, glaube ich, auch sogar neu sein. Da gehen wir aber erst im nächsten Part hin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ja, und bye. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Inazuma Eleven 3 sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann tut das, damit ihr nichts mehr verpasst.